Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nazi-Alter und natürlich bei einer weiteren Runde Occupy Mars. Wir machen uns auch direkt wieder auf den Weg, weil wir brauchen mehr Stein. Vor allem Alu. Weil wir haben noch einen Haufen Platten, die wir fertig machen müssen und ja. Ohne Ressourcen wird das halt nichts. Also machen wir uns einfach mal wieder schön auf den Weg irgendwo in die Pampa. Wo wir uns dann hoffentlich noch ein paar Steinchen irgendwie zurechtkloppen können. Und ich glaube, ich fahre mal da oben hin. Vor allem könnte man mal die Batterieerweiterung noch machen. Das wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Sauerstofferweiterung, ich glaube, die können wir noch nicht bauen, oder? Das ist noch nicht da. So, und da vorne ist auch schon, das große Lootfeld am Start. Oh, haben wir gerade einen Forschungspunkt gekriegt? So, da hat das Spiel natürlich mal wieder seinen berühmten gehabt. So, was haben wir hier? Siehst du da schon mal Alu am Start? Das ist gut. Calcium. Oh. Eisen. Noch mehr Alu. Ja, dann würde ich sagen, wären es auf jeden Fall schon mal die. Gucken, dass wir schön da rankommen. Das gibt es wahrscheinlich gleich eine lustige Situation, wenn wir das jetzt hier irgendwie zusammen bohren. Das sehe ich jetzt schon kommen. Nein, behalt den. Boah. Behalt doch einfach den Scheißbohrer. Ich hätte den gerade gebraucht. Mann. So, wir hacken ja natürlich jetzt einfach schön durchs Gehölz, ne? Guck mal, so wie ist gar nicht, weil ich gar nicht rankomme ins Gehölz. Ja, da hinten kommen wir schon nicht mehr hin. Okay, dann können wir schon direkt eintüten. Warte mal, da ist, glaube ich, hier noch eine Stelle. Das kann noch weg. Und dann gehen wir hier wieder rein. Jetzt gehen wir auf den Greifer. Gehen wir in die Außenansicht. Ja. So, da hinten hat es anscheinend irgendwas auch nochmal so zerbrezelt, dass wir es nicht, dass wir es wieder von Hand einstecken müssen. Naja, egal. Machen wir das halt. Wer trifft, kann auch besser einstecken. So, hier noch rüber und rin damit. Wie sind das denn klein? Da kriegen wir den auch gegriffen. Tatsache, kriegen wir es. Sehr gut. Guck mal, dann muss ich nicht mehr aussteigen. So, dann müssen wir ein bisschen näher ran. Einfach so richtig schön dicht hier drin. So wie samstags nach der Disco, ey. So, dann geht's hier wieder auf den Bohrer und wieder in die Außenansicht.
Ja, okay. Da müssen wir schon wieder nachjustieren. Das heißt, wir grabbeln erstmal wieder ein. Stopp, das war springt schon die richtige Ansicht. Jetzt aber. Zieh ich mir in die Luft gegriffen hier, siehst du mal. Aber wenigstens mal den mal auf Anhieb bekommen. So, dann können wir hier schon wieder auf den Bohrer umschalten. Wir gehen hier hin, wir gehen in die Außenansicht. Und während der hier wechselt, fahren wir schon mal wieder dicht an den Felsen ran. Ich dachte eigentlich, ich wär nah dran gewesen, aber irgendwie nicht nah genug. Ja, doch im ersten, aber irgendwie der weiter mit zweimal Bohren weg, ne? Ach ja, komm, Spiel. Da will ich hin. So, schön da bleiben. Na? So, jetzt dreht sich der Stein schon wieder so weit von mir weg, dass ich ihn nicht mehr gescheit absammeln kann. Das nervt. Ja, und da ist jetzt schon wieder alles auf dem Weg. Das heißt, ich fahre mal noch mal ein Stück ran. Naja, so viel soll ich euch gar nicht ranfahren, weil ich muss das Zeug auch noch sammeln. Und wahrscheinlich kommen wir dann eh bald an einen Punkt, wo es dann auch wieder heißt, wir sind voll und müssen heim. Weil sie wirklich dran stehen, tut es nicht. Na komm. Wieder nicht. Jetzt aber. So, dann haben wir jetzt die beiden noch. Dann müssen wir natürlich jetzt nochmal vorne rum. Kriege ich den so? Nee, ne? Das dürfte eher schwierig werden. Doch, ha! So, schön nebendran. Und nochmal auf Bohrer umschalten. Gucken wir, was wir hier noch klein kriegen. Ah ja. So, dann geht's wieder auf Grabbler.
und einen neuen Forschungspunkt haben wir auch gekriegt. Sehr gut. Das heißt, können wir gleich mal schauen, was wir damit dann noch so anstellen können. Ja. Ich befürchte, den da hinten in der Ecke wird man so nicht mehr kriegen, ha? Das könnte knapp werden. Nee. Nee. Den vielleicht noch. Ja, da müssen wir noch mal kurz umparken. Und ich schätze, dann sind wir auch schon wieder ganz gut am Start. Und fahren erstmal wieder zurück. Während uns im Hintergrund, Der hat halt auch Räder, die bis sonst wohin gehen, ne? So, während uns im Hintergrund so ein bisschen noch die Gitarre, ein bisschen die Ohren voll gequietscht hat. So, Hangar wollen wir auch noch bauen, ne? Sind wir noch nicht durch mit. Und ich glaube, den nächsten Crusher bauen wir ein bisschen anders, dass man da irgendwie besser reinkommt. Idealerweise irgendwo da vorne, vielleicht rechts oder so hin. Einziges Problem dabei wird wahrscheinlich nur sein, dann irgendwie den Wasserstoff dahin zu kriegen. Das ist das Problem, ne? Nichts, was sich nicht mit einer großen Menge an Pumpen lösen lassen wird. So, Stopp, Entladezone. Dann entladen wir mal. Und gucken mal, was wir jetzt wieder alles Dolles an Zeug haben. Raue Mengen. Alu, richtig viel. Silizium, naja, ein bisschen Uran. Weil wir wahrscheinlich gar nicht mehr so, das mit dem Ladeproblem haben wir in der Form vielleicht gar nicht mehr so, wenn wir den großen, Crusher haben, weil wir werden ja dann auch die Garage haben. Da können wir auch alles reinfahren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen Haufen Calcium. Das heißt, wir können schon mal sagen, du printest mir jetzt bitte mal eine ganze Menge an Beton. Also zur ganzen Menge, da ist schon wieder Feierabend. Na gut, dann müssen wir erstmal den ganzen anderen Rest ausräumen. Bevor wir das tun, sollten wir aber vielleicht erstmal das Inventar ein bisschen frei machen, sonst rennen wir jetzt hier irgendwie 20 Mal hin und her. Solarzellen haben wir auf jeden Fall auch wirklich eine ganze Menge. Da können wir uns noch einen schönen großen Park draus machen. Große Platinen am Start, noch ein paar Schräubsken, noch ein paar Röhrchen, Glasplattenhammer, Aluplatten, auch noch ein paar, okay. Haben wir keine mehr gebraucht? Was haben wir dann eigentlich noch gebraucht? Da müssen wir uns gleich mal mit auseinandersetzen. Falsch, da wollte ich hin. Mal kurz eine Kleinigkeit hapsen. Hätte ich vielleicht erstmal das billige Fressen nehmen sollen oder das schlechte, aber naja.
ist jetzt so. Dann gehen wir erstmal rüber und holen, es ist auch schon wieder Nachmittag, okay. Holen uns mal die Ressourcen. Was ich nochmal ganz schnell schauen möchte, ist, wenn ich jetzt hier eh auch schon draußen rumrenne. Dinger dauern Wendradius bis zum Mond. Wie schaut es denn hier aus? Was fehlt dem denn noch so Feines? Stahlplatten, Glasplatten, Small Engines, Schrauben, okay. Haben wir da vielleicht noch was im Rover? Wir waren ja noch mal auf Tour, aber ich weiß nicht, ob ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das schon komplett geleert habe oder nicht. Naja, Stahlplatten sind auf jeden Fall da. Noch ein bisschen Raketentreibstoff, Small Pipes. Das heißt, die können wir mitnehmen. Dann stecken wir mal noch die ganzen guten Mineralien ein. Mal gucken, ob das reicht. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Mal wobei. Ja, einfach mal schön das Uran einstecken für eine strahlende Zukunft. Okay, zwei Glasplatten fehlen ihm. Schaut mal, wie viel Zement. 45, das heißt, wir müssen noch 20 hatten wir, das heißt, wir müssen noch 25 bauen. Ich denke, das kriegen wir hin. Und da vorne den Solarpark können wir auch nochmal erweitern. Oder noch einen dritten bauen. Halt, hier. Guten Tag, ich habe Sachen mitgebracht. So, wir hatten gesagt, wir brauchen Beton und zwar 25. Aluplatten hatten wir jetzt festgestellt, haben wir eigentlich noch. 10 Small Engines wollte er haben. 2 Glasplatten. Ein bisschen Elektronik hat man auch mal wieder nach. So viel Elektronik können wir gar nicht mehr nachproduzieren. Du siehst zum Beispiel wieder alles leer. Naja. So, was hat er noch gesagt? Elektronik und Schräubchen? Waren Schrauben? Elektronik und Schrauben. Und wahrscheinlich noch eine große Platine. Ich kenne doch das Spiel, das will doch immer für irgendwas große Platinen haben. Bin mal gespannt, ob uns jetzt gleich die Basis verreckt, weil wir nicht genug Strom dran haben oder nicht. Zack, da geht die Sonne schon wieder unter. Schlecht. Die Ausdauer lässt auch zu wünschen übrig. Zack, fertig. Wir haben einmal Hangar der Schreckliche. Sieht in der Sekunde aber noch recht entspannt aus alles hier. Hoffe ich mal. Ich habe noch keine Meldung gekriegt, dass die Pflanzen am Krepieren sind.
Wie schaut's denn aus? Sind wir noch hydriert genug? Wenn nicht, steckt man nochmal ganz kurz den Finger in die Röhre. Okay, das Ding geht noch auf. Sorry. Heißt, wir haben auf jeden Fall noch Strom auf Basis, das ist gut. Und wir können mal nach unseren Pflänzchen gucken. Inventar hat noch etwas Platz. 94% die Tomaten. Die Äpfel sehen das alles eher sehr verhalten. Ich glaube, ich muss gleich mal noch ein bisschen Dinge produzieren. Die Kartoffeln gehen jetzt ganz gut. Dem Mais ebenfalls. Ja, der braucht noch. Aber ich wollte mal ganz kurz, ihr wisst schon, wir haben es gerade gebaut, da müssen wir jetzt auch reinschauen. Hier können wir dann links und rechts die Dome anbringen. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen mehr Sauerstoffpumpen. Na? Natürlich. Mach mal Licht an. Ich hätte es einfach mal nicht machen dürfen. Da war ich wieder zu ungeduldig, wollte ich jetzt unbedingt durch. Und wir haben gelernt, das Spiel mag das gar nicht. So, dann keine Ahnung, lass halt deinen Luftdruck, wie du ihn haben willst, ist mir jetzt egal. Sleep deprivation warning. Alert. So, wir sind halt auch schon wieder hier. Am Schlafmangeln. Und dann sollten wir uns vielleicht auch einfach mal hinlegen. Warum geht das jetzt nicht? Ist doch noch irgendwas kaputt. Spiel. Also Frage Nummer 1, warum ist es hier kein Strom mehr drin? Sind die Akkus leer gelaufen? Ernsthaft? Nö, Energie ist angeblich da. Ich meine, die Docks funktionieren ja auch noch. Hier ist Strom dran. Batterie ist glücklich. Nö, da liegt's nicht. Okay, jetzt haben wir wieder hier Licht. Was?
Okay, keine Ahnung, was der jetzt gerade hatte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat irgendwie das, dass wir versucht haben, da durchzumarschieren, oder irgendwie, dass dieser Airlock-Schaden irgendwas gemacht, aber er hat sich jetzt wieder gefangen. Keine Ahnung. Oxygen 75%. So, Spiel speichert wieder. Da geht dann auch gar nichts. Und wir schauen uns erstmal an, was das Forschungsmenü so hergibt. Wir haben nämlich Punkte gekriegt. Und zwar, ich schätze in Mechanics einen. Motorcycle wäre geil. Haben wir aber kein Blueprint für und außerdem ist es noch nicht implementiert. Jetpack wäre auch geil. Haben wir das schon? Wir haben es erforscht. ATV Rocket Engine ist bestimmt eine richtig gute Idee. Da sehe ich mich. Automatic Rock Lifting wäre geil. Antenna Remote Control. Grinder haben wir. Additional Controller Range, naja. Weiß nicht. Würde ich jetzt in der Sekunde vielleicht noch ein bisschen mit warten. Damit können wir irgendwelche Sachen in die Luft sprengen. Das ist auch ganz nett, aber interessiert mich jetzt gerade auch nur bedingt. Nachtsicht, weiß ich nicht. Wir gehen mal Materials. Da haben wir 2 Punkte. Teleporting Vehicles. Da brummel, ich dachte, wir hätten den gekriegt. Okay, den könnten wir noch machen. Aber im Moment haben wir keine mehrfachen Kolonisten, also brauchen wir auch keinen Raum dafür. Gucken wir nochmal in die Botanei. Da fehlt der Blueprint. Achso, wir müssen erst einen Dom machen. So, dann machen wir hier mal den automatischen Düngerextraktor. Das könnte vielleicht helfen. Apropos Dünger extrahieren. Wir machen gerade mal was. Höhö. Achso, da lang. Falsche Richtung. Wir extrahieren gerade mal eine Runde Dünger, würde ich sagen. Oh, schön, ein Eimer Kacke. So, und damit sind jetzt hier... Oh, ja, sag bloß, wir haben welche. Geil, wir haben Tomaten. 2, 3, 4 und 5. So, und das Erste, was wir mit den Dingern tun, ist, wir werden sie nicht benutzen, sondern wir sagen erstmal Split, und zwar auf 10, 10. Die kombinieren wir zu neuem Saatgut. Nicht da. Wie ist das, wenn ich faul bin? Ich sag einfach, ich knalle die einfach hier direkt. So, mehr als 6 gehen nicht, oder was?
Okay, dann kommt halt der, kommt der Rest. Achso, weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier reinkrieg. Kann ich die Tomaten dazu schmeißen? Nein, das geht nicht. Na gut, dann kommt der Rest der Tomaten halt, ja, irgendwo in Inventar. Den Komposter möchte ich jetzt ungern reinschmeißen. Spruce Seeds. Hatten wir Spruce gemacht? Weil wenn, können wir die restlichen vielleicht hier auch noch hochziehen. Nee, das sind Poplar. Wie ist hier der Stand? Die machen noch. Dann weißt du was. Warum? Hä? Ach, weil nicht genug Soll drin ist, schon wieder. Das ist das Problem. Und dann erhöhen wir mal den Demand. Och ja. Dann mach halt einfach mal hier irgendwie eins rein. Ballern wir das jetzt einfach mal irgendwie hoch, dass ich meine Tomaten hier irgendwie weggepflanzt kriege. So, geht doch. Gucken wir jetzt nur, dass, man, dass hier noch alles versorgt ist, richtig. Da ist alles gut. Hier passen wir nochmal an und dann sollte denen jetzt auch wieder toll gehen. Theoretisch, ja, ich weiß, wenn wir sie in dem Ding hier hochgezogen hätten, wären sie wahrscheinlich schneller gewachsen, das stimmt schon. Egal. Passt schon alles irgendwie. Oh, was? Der ist immer noch nicht voll. Was muss denn da passieren, bis der mal voll gewachsen ist? Das ist ja übel. So, mal schön die Tomaten wieder verfrachten. Und dann Kartoffeln natürlich. Und dann kann das Zeug mal weitermachen da an der Stelle. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns jetzt erstmal nicht, andere, nicht viel übrig, außer wieder Zeug wegschmeißen. Und damit haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen Pflanzen geschaffen. Sehr schön. Und ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Euch auf jeden Fall wieder. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und bis bald wieder. Tschüss.